Am 22. März wird es wieder bei den Versorgungsbetrieben einen Tag der offenen Tür geben. Es ist nicht neu, aber diesmal steht es unter besonderem Motto. Ja, wir sind in einem ganz besonderen Jahr. Am 17.03.1952 wurde das Wasserwerk in Betrieb genommen bzw. geweiht und produziert seitdem Trinkwasser für die Stadt Hoyerswerda und für das Umland. Was können die Menschen hier bei den Führungen eigentlich erleben? Diesmal haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Diesmal haben wir, wie eigentlich auch in jedem Jahr, die Führung im Wasserwerk. Ja, wir haben ein umfangreiches Programm. Würde ich dann vielleicht noch was zu sagen. Wer sich dann noch interessiert, kann auf die Kläranlage fahren. In diesem Jahr mit einem kostenlosen Shuttle. Diese Shuttle fährt ab um 14 Uhr vom Neustädter Bahnhof, ja, in Richtung Kläranlage und fährt jede Stunde hin und her. Kommen wir zum Programm. Sie sagten gerade, da hätten Sie gern noch was zum Loswerden. Was? Ja, im Programm haben wir dieses Jahr drinne unsere Wasserbar, die ja sehr beliebt ist, ja, die wir schon auf der Lausitzer Messe hatten. Dann haben wir ein Kinderprogramm von der Kinder- und Jugendfarm, also einen kleinen Kinderzirkus hier. Darauf freuen wir uns schon ganz besonders und sind stolz, dass die Kinder hier auftreten. Was wird sonst noch geboten? Ich las was von Wissensquiz. Ja, wir haben hier ein kleines Wissensquiz haben wir vorbereitet im Wasserwerk und auf der Kläranlage. Einmal bezogen aufs Trinkwasser und einmal bezogen aufs Abwasser. Das gehört ja nicht dazu für den im Weg des Wassers. Von wann bis wann wird hier geöffnet sein? Wir werden 13 Uhr öffnen und 18 Uhr schließen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Bitte.